herzlich willkommen zurück zu Contagion VR Outbreak. Endlich wieder zurück am Start bei diesem Spiel. Lange Pause war's. Und hat sich vielleicht auch so ein bisschen gelohnt wenigstens, weil hier ist schon ein bisschen was passiert, bin ich der Meinung. Im Gegensatz zu der letzten Folge. Und zwar, ich glaube, Schießstand weiß ich gar nicht, ob der vorher schon da war. Ist mir eigentlich so, als wenn da noch keiner da war. Und vielleicht irre ich mich ja aber auch. Ist schon zu lange her. Aber auf jeden Fall auch Level. Alles weiter ausgebaut. Wir haben noch zwei Level übrig. Zwei haben wir ja schon gemacht, ne? Und zwar wäre das nächste hier Charlie. Dann haben wir aber auch noch Biotech, ne? Und das bin ich der Meinung, das war noch gar nicht. Das war noch gar nicht. Ich habe es mir hier nur mal hier angeguckt auf dem Bildschirm. Guck mal, es gibt hier unfassbar 7 Level. 7 Level. Das ist bisher noch nicht so gewesen. Das ist nur bei dem einen hier. Wo war das? Bei 1, da gab's Teil 1, 4 Level. Und bei dem Biotech, beim letzten, bei der letzten Mission, bei der vierten, gibt's dann 7 Level. Alter Schwede. Okay, das ist schon mal viel mehr. Ja, dann ist halt ja, wie gesagt, Schießstand und noch Free Roam. Das ist, glaube ich, einfach nur gegen Zombiehorn. Ne? Mal gucken, ob wir da auch noch reinschauen zum Schluss. Weiß noch nicht. Werden wir mal gucken. Könnt ihr mal gerne auch hier mal sagen, ob ihr es gerne wollt. So, ansonsten, das hier war ja Mission 2, haben wir erledigt zuletzt, gehörte zu den letzten Folgen. Und dann würde ich sagen, starten wir hier bei Charlie rein. Übrigens war ja auch immer das Problem noch, da wo ich noch Videos gemacht habe drüber, da gab es ja auch noch viele Bugs und alles, ne? Auch jetzt bei Charlie hatte ich da immer gesehen auf Discord bei denen, dass es dort immer Probleme gab und Bugs. Und jetzt ist aber so viel Zeit vergangen, ich glaube, das müsste jetzt auch alles behoben sein. Das ist der Riesenvorteil daran, dass wir jetzt erst die nächsten Folgen machen. Sonst hätten wir vielleicht Probleme gehabt, ne, mit Bugs oder irgendwas. Aber jetzt müsste alles super sein. Pinewood, Kentucky. 9.05 Uhr. Oh Gott. Ich hab schon wieder Schiss. Hey, sweetie. Are you done brushing your teeth yet? Yep, I'm all done here. I'm going to go check on your mother. Think you can tuck yourself into bed tonight? Yeah, I guess so. Is Mommy gonna be alright? Oh, I'm sure she's fine. Your mother's probably just worn out from all the unpacking you've been doing. By the way, how do you like your new home? I like it, but it's a little bit scary, especially at night. Charlie sure seems to like it, though. He's got a lot more room to run around, that's for sure. Yeah, he sure does. Alright. Good night. Be tight. I'll see you in the morning. Good night, Daddy. I love Good you. Good night. Oh, and give Mommy a kiss for me. I love you too, sweetie. I will. Hey, don't worry. I'm sure your mom will be just fine. Come on, boy. Let's go check on mom. Mein Hundi. I wanna Zähne putzen. Go to sleep. Ach, wir sind jetzt einfach nur ein kleines Mädchen diesmal. Ein kleines Mädchen einfach. Was war das? Wir sind ein kleines Mädchen einfach nur. Ah, okay. Hihihi. Kann nichts reinfüllen. Ist ein Fass ohne Boden. Ein Becher ohne Boden. Okay, alles klar. Okay, ein kleines Mädchen. Deshalb das Coole ist, ich habe mich jetzt dadurch, ihr habt da gesehen, kleiner gemacht. Kann man sich wirklich anpassen, wenn man weiß, oh, ich bin jetzt ein kleines Mädchen. Ne? Können wir auch machen, dass wir ein ganz kleines Mädchen sind. Nee, kann man so anpassen, ne? Nicht so erwachsen groß, sondern so einfach, ne? Weil du einfach jünger bist. Ist doch cool. Aber oh, das Bad. Ziemlich verdammt hohe Decke. Aber die Fliesen sind da mega ranzig. Okay. Okay, Daddy. So, wir müssen ins Bett gehen. Ne, ist ja Schlafenszeit. Was? Okay, das war jetzt aber ein Fehler. Tut mir leid. Die Türklinke ist ja unten. Was ist das? Bin ich ganz alt noch? Oh Gott, ich habe Angst, dass was kommt. Oh nein. Daddy? Weiß ich so. Oh. Was ist denn das? Da leuchtet ja was.
Guck mal, so ist das Feeling dann aber schon geil. Wie so ein kleines Mädchen halt die Größe zu haben. Dann fühlst du dich auch noch besser rein. Da leuchtet es so. Und damals gab es auch noch nicht Ducken, ne? Und jetzt bei mir hier, das war ja immer ein Riesenproblem. Jetzt kann ich hier aber ducken. Zack, zack. Vielleicht ging es auch bei der letzten Folge, weiß ich nicht. Aber jetzt geht's auf jeden Fall nach längerer Zeit endlich. Da haben wir probiert. Oh. Oh Gott. Ui. So, ich mach mal mein Türchen zu. Mein Türchen. So, das ist mein Zimmer. Oh, es sieht alles so groß aus, wenn man so klein ist. Oh, guck mal, wir haben... Oh, oh Gott, nein. Ja klar, wir sind ja ein Mädchen. Wir haben keine Pistole oder so. Scheiße. Nein. Oh, wir haben sogar ein Handy. Ist ja klar. Das ist wieder klar. Ah, Taschenlampe. Hihihi. Hihi. Haha. Alter, die Dicke, Alter. Boah. Die fällt ja bald auf den Kopf. Hihi. Eine Taschenlampe. Und hier ist noch das, habe ich beim Papa geschenkt bekommen. Habe ich hier irgendwie so eine Steine oder sowas? Mal ausprobieren. Och man, das finde ich blöd, dass immer Greifen leider hier bei einer Taste ist. Und Greifen nicht hinten ist auf T, ne? Am Controller. Das nervt mich meist immer. Hä? Alles klar. Dann mache ich aber lieber so, wenn ich Rechtshänder bin. Und dann müssen wir nur irgendwas hier drin haben. Ah ja! Zack. Cool. Zack, haben wir immer bei. So, was haben wir hier noch? Mein Ball. Hier habe ich noch meinen Schrank. Oh nein. Das wird schrecklich, glaube ich. Ich glaube, das wird schrecklich. Warum können wir uns hier verstecken? Oh nein, das wird schrecklich werden. Das wird schrecklich. Das wird schrecklich. Bin schon gespannt halt wirklich auf Visage, soll ja wirklich auch für PlayStation VR rauskommen, ne? Soweit ich es erfahren habe. Wenn ich mich nicht getäuscht habe, ne? Und das auch richtig gehört habe. Also da, ja, scheiße ich mir jetzt schon in die Hosen. Das wird denn schon übertrieben krass. Krasser als das hier, alles. Als das Spiel sowieso. Hundi. Oh nein. Check on your parents. Nein! Nein, ich möchte gleich hier reingehen. Was? Unser Hund hat gejault. Was ist los? Oh, ich finde das ganz schlimm. Wenn wir so ein Typ wären und haben wenigstens eine Waffe und alles, ja, dann ist es was anderes, dann können wir uns wehren. Aber als kleines Mädchen... Und dann sind da überall Zombies. Ey, da können wir doch nichts machen. Wir sind schwach. Wir sind ein kleines, schwaches Kind. Mit unserer pinken Armatur. Oder rosa. Mein Gott. Was ist los, Sparks? Das ist unser Hund. Sparks! Was ist los? Oh, ich hab Schiss. Oh Gott! Sparks? Sparks! Was ist los? Mom, Dad, is everything okay? Mom? Dad? Sparks? Oh Gott, da war mein Mikro, Alter. Dieser Moment, wenn du denn auch noch was fühlst plötzlich. Und du dir denkst, hä, in VR kann man doch noch gar nichts fühlen. Sparks! Ich hab so ein Schiss, dass die jetzt hier kommen. Sparks? Mommy, you're scaring me. Ah. Nein! This is a nightmare. Please wake up. Please wake up. I got to escape and call for help. Ich glaube, der Hund war tot, wa? Ich glaube, der Hund war tot, glaube ich.
Was ist denn jetzt passiert? Die Türen sind offen, oder? Hä? Ich dachte, jetzt läuft hier jemand lang. It's a nightmare. Please wake up. Ja, aber was können wir damit machen? Wir haben ja nichts. Wir haben ja gar nichts hier. Aber warum stand da go back? Ja, go back. Dann kommt da aber gar keiner. Ja, warum ist die Tür jetzt offen? Was ist mit dem Hund? Gott. Und was ist mit unseren Eltern? Oh Gott, die Tür ist auch offen. Das ist jetzt so gemein. Wir können uns, glaube ich, gar nicht richtig wehren. Ein Glück ist alles so vieles kantig. Sonst wäre es zu realistisch. Wir haben was. Feuer? Wofür? Aber wofür Feuer? Das Feuerzeug könnte man theoretisch schmeißen mit unserem Wurfding. Aber trotzdem haben wir ein Glück so ein Messer. Ich dachte, wir können jetzt gar nicht so eine Waffe bekommen. Weil wir halt ein kleines Mädchen sind. Und eine Pfanne. Oh Gott, habe ich mich erschrocken, ey. Mom, Dad? Guck mal, jetzt können wir da ran. Aber was ist hier? Und da ist ein Mülleimer. Hä? Was ist das hier? There's something stuck in the ice. I need to find a way to melt it. Aha. Was ist hier mit? Ah, das ist einfach nur Wasser, oder wie? Das hat's jetzt gebracht. Okay. Alter, das ist doch... Oh! Oh, hallo! Danke! Das ist ja noch besser. Ich verstehe das nicht. Was ist denn los? Ich muss mich meist immer noch größer machen irgendwie. Es ist einfach nur Eis. Es ist halt scheiße fest. Wir gucken uns weiter um. Vielleicht können wir irgendwas. Das jetzt merke ich gerade erst. Könnte sein, dass wir das irgendwie für die Tür brauchen. Dass wir hier Sachen sammeln müssen. Aber warum versperren unsere Eltern etwas so krass? Also bisher ist hier wirklich alles sauber, ne? Wo sind die und warum ist unser Hund hier tot? Da siehst du, wir brauchen so eine Dinger. Guck mal, unser Hund. Ich weiß nicht, ich frage mich, ob das ein Bug ist und ob ich den jetzt ausnutzen sollte, aber ist eigentlich doof, wenn ich ihn ausnutze. Da ist das ganze Spielerlebnis weg. Die Frage ist auch, wo sind die denn dann? Hier sind sie ja nicht.
sind wir hier mit Rätseln und alles. Alter Schwede. Warum haben denn unsere Eltern so ein Haus? Mit so einem Rätsel. Und wo sind unsere Eltern überhaupt? Einfach weg. Einfach weg. Daddy told me my drawing could unlock something very important. Daddy's secret melody. Das nehmen wir mit, das ist wichtiger. Oh nein, hier verändert sich was, wenn wir hochgehen. Aber wo sind auch unsere Eltern? Hä? Vielleicht geht's jetzt erst los. Mom? Dad? Mom? Hä? Ich finde das so komisch. Hat ihr einen Hund gebellt? Das ist wirklich so komisch. Hoho. Guck mal. Ja, aber schmeckt nicht so gut. Bei manchen. Was? Was war das? Was war das? Oh Gott. Hä? Oft, dass wir so viele Gegenstände finden müssen, aber auch. Aber ich finde einfach noch komischer, dass wir keinem begegnen. Vielleicht einfach mal zur Beruhigung. Dads Melodie abspielen? Hä? Alter, wie groß! Was ist denn hier noch? Da geht's noch runter. Hier geht's nicht mehr weiter. Ach, guck mal, der hat eigentlich was in der Hand. Vielleicht muss man irgendwie da auch das Schwert von einem hier reinpacken oder so. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht geht's ja erst noch los. Vielleicht auch, wenn wir das erste Stück reingepackt haben. Was ist das denn? This probably fits in something. Okay, kleinen Moment. Geh mal hier hin. Da konnten wir ja was spielen. Vielleicht können wir auf dem Klavier da. Da war ja Daddys Melodie. Ne, die haben alle nichts in der Hand. So. Mal kurz hier ablegen. Oh, guck mal, es ist schon bereit zu spielen, wa? Warum sind da so eine. Oh Gott. Ach du Scheiße. Daddy's Melodie. Jetzt habe ich's. Die Farben sind entscheidend. Je nachdem hier. Blau. Blau, grün, gelb, blau. Blau. Grün, gelb,
Ist das gelb? Gelb. Blau. Nice, ich erwische aber mit den Fettfingern die ganze Zeit zwei Tasten auf einmal. Das ist ja scheiße. Vielleicht ist das gelb. Ach du Scheiße. Was war das? Okay, wir haben es jetzt rausgehabt. Aber das Ende, das war jetzt gar nicht mehr so toll. Alter. Ah, das ist die Geheimtür. Ist ja toll, wenn das Daddys Geheimmelodie ist, aber am Ende mit so einem bösen... Mit so einem bösen Ende. Das ist eine Geheimtür. Was ist das denn? Eine Taschenlampe? Wir haben doch schon eine Taschenlampe. Okay, mit den Spuren. Aha. Sind das unsere Spuren? Oder wie läuft es ab? Hä? Warum diese Taschenlampe? Verstehe ich nicht. Okay. Warum? Ach, hier ist auch noch ein Bad. Wir sind hier ganz woanders. Oh Gott, endlich sind wir draußen. Hier lang? Was sind denn das für Fußabdrücke? Unser Hund. Hä? Auch überhaupt, unsere Eltern sind weg und... The Lab? Is a new beginning more than empty. Promises from Miranda about solutions to our evolutions. Was? Was soll? Wie sie darauf reagieren oder so? Dafür sind wir jetzt da hingegangen. So, ich verstehe es trotzdem nicht. Ich verstehe es trotzdem nicht. Im Allgemeinen einfach. Also das Labor ist ein Neuanfang, mehr als leere Versprechen von Miranda über Lösungen für die Evolution. Für unsere Evolution. Ja, okay, wir haben jetzt so eine Botschaft, ne? Vielleicht hat er ein Labor aufgemacht und dadurch Tests gemacht und dadurch ist es irgendwie freigekommen oder keine Ahnung, dass er vielleicht der Grund hinter allem ist, ne? Wegen seinem scheiß Labor irgendwie.
Aber ich verstehe trotzdem nicht, warum wir das jetzt gefolgt sind, dafür extra dit und jetzt bis hierhin, okay, um das vielleicht zu lesen. Und eine Begründung zu haben, die Begründung zu entdecken. Aber trotzdem, weiß nicht. Ich dachte, jetzt ist es eine größere Mission hier irgendwann dadurch, was sich aufklärt. Komisch. Irgendwie komisch. Vor allem einfach, also ja genau, nee, nicht das ist das Komische, nicht nur das einfach, sonst ist es auch verständlich wegen der Geschichte, aber was ich einfach komisch finde ist, der Vater hat hier so eine Zeichen, so eine Fußabdrücke hingemacht, hat extra dafür so eine Lampe und hat hier auf dem Familientisch, hat er jetzt diese Botschaft draufgeschrieben gehabt. Aber kann er nicht gerade eben erst gewesen sein? Warum macht er sowas? Das ist allein schon hohl irgendwie und komisch. So Leute, da sind wir wieder. Die Pause habe ich gleich mal genutzt, auch um auch noch was zu essen. Ja, jetzt bin ich auch wenigstens satt und energieerfüllt. Hör mal! Und ja. Man denkt so kompliziert. Ja, ich wusste, es muss ja doch irgendwie einen Sinn ergeben, dass dieser Text hier ist. Und aber darauf zu kommen jetzt von allein, man denkt viel komplizierter. Und dann checkt man, dass man alle Großbuchstaben ziehen sollte. L-A-M-P-S. Lamps. Und das war's. Toll. Na super. Lamps.